Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video das Schlüsselwort war an. Das haben wir auch schon teilweise in anderen Videos zu diesem Thema gesehen. Jetzt sprechen wir es mal direkt an. Wo können wir var einsetzen? Das ist genau bei Variablen eben der Fall, wie der Name schon andeutet. Wenn wir eben, wir nehmen diesen Code mal weg, unsere Beispielklasse, die wir im letzten Video benutzt haben, hier instanzieren wollen, dann würden wir ja die Referenz in einer Variablen speichern und das Ganze würde beispielsweise so aussehen. Das ist eben die Variable hier vorne, wir haben den Typ der Variablen und den Bezeichner, über den wir die später ansprechen können. Und hier würden wir eben ein neues Objekt instanzieren und festlegen. Mein Code-Unterstützungstool sagt hier jetzt schon, das musst du nicht so nennen, sondern wir können hier statt Beispielklasse auch einfach var schreiben. Was passiert hier? Wenn wir var einsetzen, müssen wir bei der Definition einer Variablen dieser auch gleich einen Wert zuweisen. Passiert hier auf der rechten Seite. Und der Typ, der für var eingesetzt wird, das macht der Compiler während des Erstellvorgangs, der ist eben gleich dem Typen, den wir hier zurückgeben. Also hier beispielsweise die Beispielklasse, das würde hier automatisch gesetzt. Das heißt, diese beiden Zeilen sind funktional genau identisch. Und unser Vorteil ist, wir müssen bloß sehr kurz var schreiben. Und der Compiler sorgt dafür, dass hier eben letztendlich beim Erstellvorgang die Beispielklasse eingesetzt wird. Das macht er für uns. Genauso gut können wir aber auch andere Sachen einsetzen. Also hier, wenn ich einen Integer haben will, kann ich genauso eben var schreiben statt int. Oder wenn ich einen bool haben möchte, dann mache ich das eben so. Geht genauso. Also immer, wenn wir hier aus dem rechten Ausdruck genau ableiten können, was für ein Typ dahinter steckt, können wir bei der Variablen einfach var einsetzen, um das sozusagen festzulegen. Ich persönlich benutze var sehr, sehr oft. Also wir werden das jetzt sehr, sehr häufig in den zukünftigen Codebeispielen sehen. Ich möchte aber noch mal kurz darauf hinweisen, was denn auch nicht geht. Wenn ich Objekte direkt über Interfaces ansprechen will, also beispielsweise hier i-Schnittstelle 3, mein Objekt 3 ist gleich new Beispielklasse. Wenn ich hier natürlich das var ersetze, kriege ich hier als Typ Beispielklasse und nicht die Abstraktion davon. Ja, also er wertet bloß diesen Ausdruck hier aus und nimmt genau diesen Typ. Ich kann hier eben nicht sagen, dass dieser Typ der Variablen vom Schnittstelle 3 sein soll. Das geht nicht. Und für die Leute, denen noch nicht ganz klar ist, was ist eine Variable, wenn wir eben Funktionen schreiben, beispielsweise, was weiß ich, hier addiere, dann können wir hier auch nicht eben var benutzen. Also, wenn ich diese ints hier bei den Parametern durch var ersetze, das geht natürlich nicht. Aus welchem Grund sollte er denn hier das var ableiten? Wir geben ja hier auch für diesen Parameter bei der Definition nichts an. Ja, also wir können var nicht für Parameter einsetzen und wir können das Ganze natürlich auch nicht für Felder einsetzen. Der dritte Weg, wie wir irgendwie Daten festhalten können. Also auch hier geht das nicht. Ja. Nur bei Variablen. Ja, das war es auch schon zum Schlüsselwort var. Wie gesagt, wir werden es jetzt häufiger einsetzen und im Prinzip ist es bloß eine sehr kurze Schreibweise, die uns das Leben sehr vereinfacht, weil der Compiler den tatsächlichen Typ dazu einsetzt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!